Wir machen weiter mit der technischen Analyse und da begrüße ich heute Samir Bojadan von wolkentrader.de. Samir, wie schätzen Sie denn den DAX aktuell ein? Wir haben ja gerade schon von Mick gehört, ordentlich nach unten geht's und daran ist natürlich auch die politische Börse schuld. Was sagen Sie denn hier? Ja, wunderschönen guten Abend, Frau Klar, und wunderschönen guten Abend, liebe Trader-Gemeinschaft. Ja, wir reden ja schon im Grunde genommen seit einigen Wochen, um nicht zu sagen seit einigen Monaten. Grundsätzlich ist eines hier festzuhalten. Wir haben beim DAX grundsätzlich ja, was den Trend betrifft, keine nachhaltigen Hochpunkte. Letzten Endes wurde das neue Allzeithoch im Januar markiert um 9.800 Punkte. Und sage und schreibe, in den letzten 4 Monaten bewegt sich der DAX relativ breit in einer breiten Seitwärtsbewegung mit keinen nachhaltigen Hochpunkten. Das sind die ersten großen Warnsignale. Wir haben aber entsprechend auch jeder Abverkauf, der gemacht wird, ist natürlich etwas sehr, sehr mühselig und zäh im Moment. Aber grundsätzlich übergeordnet gehe ich schon stark davon aus, dass wir eine stärkere Korrektur sehen werden, die uns tendenziell zu tieferen Tiefs führt. Man halte hierbei fest, alleine die 200-Tage-Linie sollte eigentlich die nächsten Kursziele sein, um knapp 8.900 Punkte. Und wehe dem, wir brechen diese Marke um 8.9, dürfte dann natürlich auch eine heftige und schnelle Korrektur sein. Ich möchte das Wort Crash nicht in den Mund nehmen, sondern aber eher kräftig, schnell und dynamisch nach unten hin noch ausgedehnt werden. Wie sieht's denn am US-Markt aus? Der ist ja heute auch nicht so gut in den Handel gestartet. Gestern kam auch wenig Rückenwind. Was kann man hier erkennen in den Wolken? Ja, also auch beim Dow Jones verhält sich das Szenario wie bei allen Indizes auch. Man nehme hier den MDAX, man nehme den SDAX, den TechDAX. Grundsätzlich ist auf breiter Palette bei allen Indizes das gleiche Phänomen zu sehen. Wir haben halt entsprechend seit Januar keine neuen Allzeithochs mehr markiert. Der Dow Jones hat auf dem oberen Bereich knapp bei 16.600 schon gezeigt und auch signalisiert, liebe Leute, bei mir da oben, da ist Schluss. Ich schaffe es einfach nachhaltig oben nicht rauszukommen. Und somit steigt natürlich aber auch die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Korrektur, die noch eintreten kann, solange der Dow Jones halt entsprechend keine neuen Allzeithochs markiert. Man vergesse nicht, dass grundsätzlich übergeordnet das erste Quartal an sich, also Januar, Februar, März, starke Börsenmonate sind. Die sind ausgeblieben. Jetzt erwarten uns natürlich auch börsenschwache Monate. Also sprich, alleine das Motto Sell in May and Go Away, das kann schon also in diesem oder in dem kommenden Quartal schon etwas heftiger ausfallen. Wo liegt denn Ihr Kursziel für das Gold? Das stand ja in der letzten Zeit auch recht gut dabei. Ja, also auch beim Gold sehen wir im Grunde genommen, dass auch hier im Moment noch alles seitwärts sich im unteren Bereich bewegt. Wir hatten mal leichte Zwischenhochs knapp bei 1.380 Dollar, dann gab es wieder einen Kursrutsch bis 1.300 Dollar. Dann wieder 1.330 Dollar. Also auch hier ist im Moment nichts von einem Momentum zu sehen, aber auch nichts von einer stärkeren Korrektur. Bei Gold bleibe ich weiterhin optimistisch, dass natürlich auch hier erstmal Zeit benötigt wird, bis Momentum ins Markt reinkommt. Und ich gehe stark davon aus, wenn wir die 1.330 Dollar oben rausnehmen, dürfte eigentlich der Startschuss einer stärkeren Rallye erfolgen. Schauen wir auch nochmal auf Microsoft. Microsoft konnte ja mit den guten Zahlen überzeugen. Wie sieht es denn hier für die Aktie aus in den Wolken? Also bei der Microsoft muss man natürlich auch mitdifferenzieren. Wir reden hier von einem Einzelwert, der gelistet ist in einem Index. Das heißt, wenn der gesamte Markt, also sprich der Index, die Nasdaq 100 oder auch Dow Jones, anfangen, Korrekturen einzuleiten, dann werden auch viele Aktien sich davon nicht entziehen können, die Korrekturen natürlich mit einzusetzen. Grundsätzlich sehen wir hier, was die Microsoft betrifft, ist der Trend natürlich vollkommen intakt nach oben gerichtet. Es gibt zwar zumindest auf diesen Niveaus leichte Verkaufssignale, aber im Moment auch hier, was zumindest zu der Microsoft zu sehen ist, keine Trendumkehr, aber erste Verkaufssignale. Und bei Amazon, die haben ja auch gestern mit Quartalszahlen überzeugt, der Umsatz wächst, aber die Profitabilität, die ist hier nicht so gut. Wie schätzen Sie denn diesen Wert ein? Ja, also das Ergebnis ist letzten Endes auch genau das, was wir heute bei der Abbildung von der Aktie sehen. Wir sehen Amazon also knapp fast 8% abgerutscht im heutigen Handelsverlauf. Wenn wir uns den Chart anschauen, da gab es schon seit einigen Monaten, also sprich im Februar, erste Verkaufssignale und auch entsprechend in der Zwischenzeit leichte Trendumkehrsignale. Ich gehe auch hier stark davon aus, dass zumindest die Amazon weiterhin auch konsolidieren wird, korrigieren wird. Das bedeutet nicht, dass der Wert jetzt ins Bodenlose fallen wird, aber alleine bedingt die kommenden 3 Monate, dass sehr, sehr viele Aktien, unter anderem auch die Amazon, weiterhin in einer Korrekturphase sich befinden werden. Samir Bojadan von wolkentrader.de. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Besten Dank, Frau Klar, Ihnen auch.